Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Team Rot. Im letzten Part haben wir erfahren, dass Simsalas Team noch nicht aus dem unterirdischen Dungeon zurückgekehrt ist und dementsprechend nehmen wir das Ganze jetzt in Angriff. Unser nächstes Ziel ist die Magma-Höhle. Vorbereitet haben wir uns ja schon. Der Dungeon liegt echt verdammt weit im Osten. Hier muss es sein. Rodan muss sich in dieser unterirdischen Höhle befinden. Puh, sieh nur den Lavastrom an. Ich vermute, in dem Dungeon wird es brütend heiß sein. In diesem Moment sollten sich bereits andere Retterteams im Dungeon befinden. Gehen wir hinein und geben wie immer unser Bestes. Alles klar. Magma-Höhle, U1. Ja, der erste Eindruck von dem Dungeon täuscht auch nicht. Es ist hier echt brühend heiß drin. Sieht jetzt noch nicht ganz so wild aus, wenn man sich hier mal so ein bisschen umschaut. Aber der Dungeon ist zum einen echt verdammt groß. Das ist der größte Dungeon, den wir bislang hatten. Hier warten sehr viele starke Pokémon auf uns. Gut, vielleicht nicht unbedingt radikal, aber viele starke Pokémon. Dementsprechend, man muss so ein bisschen aufpassen, dass einem zum einen nicht die Attacken ausgehen. Das kann natürlich schnell passieren. Es gibt zwar eine Zwischenebene, aber die kommt ziemlich spät. Ich glaube erst auf 15, 20? Ich bin mir nicht ganz sicher. Und außerdem kann man hier ziemlich viel Schaden bekommen, wie wir gerade gesehen haben. Also der Dungeon ist definitiv die größte Herausforderung bislang. Ich meine gut, Jan ist auf jeden Fall im Typvorteil. Ansonsten müssen wir einfach mal gucken, wie wir so klarkommen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf den Dungeon. Es ist, wie gesagt, bislang unsere größte Herausforderung. Ich meine, wenn selbst Simsalas Team gescheitert ist, das sagt ja schon alles eigentlich. Das kannst du mal bitte machen. Perfekt, genau das solltest du auch tun. Also ich bin, wie gesagt, mal sehr gespannt, wie das so laufen wird. Ich weiß, dass die Magma-Höhle ziemlich böse ist. Nein. Bleib schön hier. Ich will deine Erfahrungspunkte haben. Sehr gut. Ich bin ja eigentlich auch nicht so der größte Fan von Von Feuer-Dungeons, wollte ich eigentlich sagen. Und dann habe ich fürchterlich auf die Mütze bekommen. Wow. Aber ich muss sagen, ich mag sowohl den Feuerberg als auch die Magma-Höhle echt sehr gerne. Aber wie gesagt, so Eis und Wasser ist dann doch irgendwie mehr mein Fall. Kriegt ihr das hin? Kriegst du das hin, Absol? Okay, dann gehen wir mal weiter, wenn du vergiftet bist. Ich weiß auch nicht genau. Ich finde, Feuerwelten generell sind immer sehr unheilvoll. Die kommen ja nicht umsonst oft recht spät im Spiel vor und ich finde sie wirklich sehr schön designt, muss ich sagen. Also Rot ist jetzt zwar nicht unbedingt so meine Lieblingsfarbe, aber ich finde, da kann man schon ziemlich viel machen mit schönen Rot- und Orangetönen und Lava und Feuerfontänen. Also doch, designtechnisch sind die Dungeons hier in Mystery Dungeon und auch die Feuerwelten immer sehr schön. Sie sind nur sehr gemein. Oh Gott, aber man fällt sehr gerne in Lava und verbrennt sich das Hinterteil. Oder hat sonst irgendwelche Probleme. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Autsch. Tu sowas nicht. Weg mit dir. Autsch. Friss die Schockwelle. Und den Stein. Und noch ein Stein. Nein, verdammt. Na gut, lassen wir das radikal mal gehen. Füllen uns so ein kleines bisschen auf. Und dann gehen wir weiter. Sehr gut. Das mache ich bei der Treppe immer sehr gerne. Also nee, Mystery Dungeon muss ich sagen, wenn ich mal so an den Feuerberg denke und auch jetzt an die Magma-Höhle. Aber auch PMD2 zum Beispiel. Fällt mir so spontan der Dunkelkrater ein oder auch der letzte Dungeon in PMD4. Da sind schon einige schöne Orte dabei und auch andere Spiele hat. Aber auch andere Spiele haben eigentlich sehr schöne Feuerwelten. Also Zelda, klar, da gibt es ja immer Feuer-Dungeons.
Besonders schön finde ich den in Twilight Princess, muss ich sagen. Wegen dem Magnetismus zum Beispiel. Also der gefällt mir, glaube ich, richtig gut. Ansonsten, Kirby hat viele Feuerwelten, Mario hat Feuerwelten. Sie gibt's überall. Und meistens sind sie echt ziemlich spät im Spiel positioniert. Ich weiß auch ganz genau warum, weil die nämlich ziemlich gemein sind. Na gut, nehmen wir das Georock noch eben mit. Gut. Also besonders gerne, muss ich sagen, mag ich echt den Dunkelkrater in PMD2 und den letzten Dungeon in PMD4. Das sind beides Feuer-Dungeons, die sind ziemlich cool. Dann, wie gesagt, den Feuer-Dungeon in Zelda Twilight Princess finde ich total toll. Wobei ich auch Wind Waker und Ocarina of Time, das sind auch schöne Feuer-Dungeons, aber den in Twilight Princess mag ich echt am liebsten. Dann die Feuerwelten in Kirby's Adventure Wii und Kirby Triple Deluxe, die finde ich auch richtig toll. Und Kirby und das magische Garn, das ist so eine Wüstenfeuerwelt, die finde ich auch sehr toll. Ich komme dir zur Hilfe, Absol. Auch wenn du sie wahrscheinlich gar nicht brauchst. Ja, also doch, mir fallen viele schöne Feuerwelten ein. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was euch noch so einfällt an Feuerwelten und welche ihr besonders gerne mögt. Ich glaube, das waren so die, die ich ganz gerne mag. Ah, hier fängt es auch schon mit der Lava an. Okay. Ah, und ich brenne. Das ist aber schön. Weg mit dir. Aber es gibt echt viele Erfahrungspunkte, das muss man sagen. Ich habe nur ein bisschen auch Angst vor dem Ende von dem Dungeon. Also der Dungeon selbst ist ja schon hart genug, aber wenn ich so an das Ende denke, es sollte kein Geheimnis sein, was uns da am Ende erwartet. Da habe ich schon ein bisschen Angst vor. So. Vor einem gewissen Pokémon. Weil ich mir nicht sicher bin, wie gut ich das meistern werde. Weil Dungeon hat sich übrigens jetzt auch ein bisschen verändert, was sehr cool aussieht. Also, wir sind ja in einem unterirdischen Dungeon und dementsprechend kommen wir auch immer tiefer unter die Erde. Und da wird es natürlich auch heißer. Also ich finde, es sieht mega genial aus. Muss ich sagen. Richtig so wie eine Magmahöhle eben. Also ich würde mich hier nicht gerne aufhalten, aber was muss, das muss. Nee, aber um nochmal auf das Pokémon zurückzukommen. Natürlich müssen wir uns mit Groudon anlegen am Ende. Das sollte klar sein. Problem ist einfach nur, Groudon ist ein Boden-Pokémon und... Ah, Level Up. Da kann ich mit meinen Elektroattacken leider nicht so viel machen. Natürlich, Jan mit seinen Wasserattacken ist mit Sicherheit nicht schlecht. Problem ist einfach nur, durch die Dürre, die Growler natürlich als Fähigkeit hat, essen wir das mal eben und nehmen den Apfel wieder mit, sind die Wasserattacken arg abgeschwächt. Ich werde auf jeden Fall vor Growler speichern und mal gucken, wie das dann so läuft. Ich habe schon oft mit Wasser-Pokémon gegen Groudon gekämpft und ich habe meistens die Erfahrung gemacht, dass Wasserattacken dagegen, oh Gott, nicht unbedingt das Highlight sind. Das wollte ich gar nicht. So wollte ich das haben. Deswegen mal gucken. Also das wird auf jeden Fall mit Abstand der schwerste Kampf, den wir bislang hatten. Okay, wenn ihr alle von da kommt, dann gehe ich auch nach da. Meine Güte. Hat er einen Dampfer angelegt? Autsch. Okay, vorsichtig, ganz vorsichtig. Okay, da oben liegt nur Geld. Ich glaube, ich werde meine Sinelbeere essen. Das ist mir sonst ein bisschen zu heikel mit der Verbrennung und den ganzen Gegnern. Es wäre natürlich vielleicht schlau gewesen, Phragia-Bären mitzunehmen in diesem Dungeon, aber na gut. Egal. Hallöchen, du wirst gleich sowieso aufgeweckt. So, du bist schon mal weg.
Du kannst gerne verwirrt sein, solange ich das nicht bin. Huch, bleib hier. Autsch, jetzt ist es paralysiert, das arme Flunkiefer. Ich stelle mir aber auch ein Mystery Dungeon mit Mega-Entwicklung ziemlich cool vor. Generell ein PMD mit den Pokémon der 6. Generation, weil wir haben ja nur bis zur 5. Und wenn die dann noch Mega-Entwicklung hätten, stelle ich mir schon ziemlich genial vor, wenn dann Bosse auf einmal sich megern oder so. Oder wenn man sich vielleicht selber irgendwann mal megern kann. Hätte schon irgendwie was. Aber das mit dem selber Megan ist vielleicht ein bisschen schwierig, weil bislang war es ja immer so, dass die Starter-Pokémon einfach zur Auswahl standen. Und es hat ja nicht jeder Starter-Pokémon eine Mega-Entwicklung. Deswegen könnte das vielleicht ein bisschen schwierig werden. Wenn das nicht alle können. Aber gut. Es wäre auf jeden Fall sehr cool. Würde ich sofort spielen. Aber ich glaube, bis ein neues Mystery Dungeon kommt, das wird noch eine ganze Weile dauern. Wenn überhaupt eins kommt. Ich weiß es nicht. PMD4 hat so viel Kritik geerntet. Mal gucken. Lassen wir uns überraschen. Wir sind auf jeden Fall schon auf U13 angekommen. Also es wird. So, das werde ich auf jeden Fall mal essen. Alleine schon für den Magen und dann verziehe ich mich mal ganz schnell. Das können wir auch wieder essen. Wenn das da schon so demonstrativ rumliegt, warum nicht? Mein Magen sieht sehr gut aus, dank den Gummibonbons. Okay. Da ist auch schon die Treppe. Wie die Pokémon mich nie erwischen, weil ich mal genau die Treppe finde. Finde ich gut. Oh, Geowatz. So, stellen wir uns mal so hin, dann können wir alle drauf knüppeln. Jetzt ist ja das Geowatz von Team Rumpelfels und wir haben gerade einen Freund von uns platt gemacht, wer weiß. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie die Retterteams alle sagen, ja, wir brechen zur Magmahöhle auf und kein Schwein ist hier drin. Mit wem kämpfst du da gerade? Mit einem Slimer. Okay. Es wäre auch mal sehr cool, so wirklich... ja, in einer Kolonne hier lang zu laufen mit den anderen Retterteams. Aber ich glaube, das wird nicht passieren. Ich stelle es mir aber interessant vor und es wäre mit Sicherheit einfacher. Autsch. Nein, keine Schockwelle, ruckzuckieb. Aua. Level 24. Also Absol ist immer noch am stärksten, obwohl ich es bei ein paar Missionen gar nicht dabei hatte. Aber gut. Meins. Tschüss. Was haben wir dann noch für eine TM rumliegen? Folterknecht. Also Frustration und Folterknecht, das sind so TMs, die andauernd irgendwo rumliegen, die ich überhaupt nicht haben will. Also wenn keiner kommt, dann hoch heile ich mich noch ein bisschen mehr, wollte ich sagen. Und dann kamen sie auf einmal alle. So, U16. Autsch. Tut mir doch nicht immer weh. Aber solange ich noch ein paar AP habe, werde ich auch kein Top-Elixier benutzen. Ich bin da immer sehr sparsam, muss ich sagen. Also was Sinelbeeren angeht und Top-Elixiere und auch Äpfel, ich benutze die halt echt immer auf den letzten Drücker. Es ist sonst so Verschwendung für mich. Es ist aber genau wie in Pokémon, also ja, in den Pokémon-Editionen halt. So Sachen wie Elixiere oder Äther. Die benutzt man einfach irgendwie nie. Vielleicht in der Pokémon-Liga mal, aber eigentlich... Oh, hier ist ein Rizeros in der Nähe. Liegen die im Beutel rum und man benutzt die einfach nicht. Weil man irgendwie die einfach aufsparen möchte und so ist das hier irgendwie auch. Ah, der Piercef-Schal. Sehr gut. Ist irgendwie vollkommen schwachsinnig, die Items nicht zu benutzen, aber... dann mach eine andere Attacke. Hast du...
Hast du keine AP mehr? Du hast noch genug AP. Mach was anderes. Gut. Ich finde das so ein bisschen doof, dass man den Attackenprüfer und den AP-Prüfer nicht gleichzeitig anmachen kann. Weiß auch nicht genau, warum das so ist, aber okay. Warum ich übrigens manchmal einfach nur diese normalen Attacken mache, AP sparen. Und wenn die anderen drumrum stehen, dann können die ja auch mal ein bisschen was tun. Dass nicht immer nur ich meine AP verbrauche. Ah, du kannst schön weiterschlafen. Treppe, Treppe, Treppe. Okay. 17. Ich glaube, so tief sind wir noch nie in irgendeinen Dungeon vorgedrungen. Achso, ich wollte gerade eine Schockwelle machen, aber das ist ja ziemlich sinnlos. Aua. Okay, aber ich liebe solche großen Räume. So praktisch. Was haben wir da noch für ein Item? Gummi, okay. Das kann man noch eben essen. Nom nom nom. Und weiter geht's. Ja, und schon wieder hat sich der Dungeon verändert. Ich gehe mal einen Schritt weg, weil ich doch schon ziemlich angeschlagen bin. Hui. Ja, das hat gut Schaden gemacht. Aber finde ich, wie gesagt, sehr toll, dass der Dungeon sich mehrfach verändert und wirklich immer heißer wird irgendwie. Ist das hier eine Sackgasse oder geht's hier weiter? Sieht mir nach Sackgasse aus. Na gut, dann halt nicht. Auch diese ganzen Risse hier in den Wänden, also quasi Risse in der Erdkruste, könnte man schon fast sagen. Sehr genial. Dann tu was gegen dieses Rizeros. Hey, absolut auch keine Attacken mehr. Sie haben so viele Attacken, aber nein, sie müssen genau die einsetzen, für die sie keine AP mehr haben. So ein bisschen mitdenken wäre manchmal echt nicht schlecht. Aber okay. Einmal über das Wunderfeld drüber. Und weiter geht's. Wir dürften auch eigentlich bald die Zwischenebene erreicht haben. Ah! Ha! Habe ich die Treppe sogar ganz gut gefunden. I. Und ruckzuckieb. Jan, kommst du klar mit dem Rizeros? Auf. Verdammt. Und Furienschlag ist nicht so gut. Okay. Na, wenigstens eine gute TM dabei. Flammenwurf. Okay. Das kann jetzt zwar nicht zwingend einer lernen, aber die würde ich trotzdem mitnehmen. Na, hier ist schon wieder ein Rizeros in der Nähe. Vielleicht habe ich ja irgendwann mal ein Feuer-Pokémon, was das lernen kann. Ich gehe nicht davon aus, aber kann ja sein. Was liegt hier noch so rum? Folterknecht. Ja. Aber Flammenwurf, wie gesagt, finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Ein Donnerblitz wäre ganz cool, aber auf Level 26, glaube ich, lerne ich den sowieso. Muss ich nur noch ein bisschen trainieren. Hui. Sieht schon echt bedrohlich aus. So, U20. Und erstmal ein bisschen Geld. Nimm ich. Oder nimmt Absol in dem Fall. Ist ja schon mal ganz praktisch, dass die anderen Pokémon sowas auch aufsammeln können. Das war gut. Das war besser.
Also ich kann euch auch echt nur empfehlen, bei Genauigkeitsverlust oder Verwirrung auch immer die Steinchen zu werfen. Die treffen nämlich immer. Deswegen habe ich auch grundsätzlich immer welche dabei für solche Fälle. Die habe ich aber schon ein paar im Beutel. Ich finde es auch irgendwie krass, wie Turtok meinte, er ist noch nicht mal bis zu Groudon vorgedrungen. Wo ich mir denke, hier sind so viele Boden-Pokémon. Wieso nicht einfach mit der Hydro-Pumpe, dem Surfer, was auch immer, sich hier durchbashen? Also irgendwas machen die definitiv falsch. Hi, Geowatz. Wow. Das war ein bisschen viel Schaden. Ah, schon wieder ein Geowatz. Mach es weg. Ich sehe es zwar nicht, aber mach es weg. Oh, Level 23. Das ging sogar verhältnismäßig schnell. Und das Gefühl, wir leveln eigentlich recht langsam. Und wie schön schnell der Text weggeht. Das ist so eins der größten Probleme in PMD4, das Texttempo, was man einfach nicht hochstellen kann. Wie viele Steinchen habe ich noch? 12. Ich würde die Steinchen nämlich schon ganz gerne behalten, weil wie ich vorhin sagte, Wasserattacken bei Groudon sind nicht so der Hit. Einfach wegen der Dürre. Und für den Fall würde ich meinem Partner ganz gerne ein paar Steine geben, die er werfen kann. Um überhaupt ein bisschen Schaden zu machen. Und deswegen möchte ich so ein paar dann doch behalten. Je nachdem, welche Taktik ich letztendlich anwenden möchte. Ich werde ihm natürlich auch einen Silberdorn geben. Je nachdem, wie wir gleich stehen. Das weiß ich nicht ganz genau. Muss ich dann mal gucken. Das wird dann einfach spontan entschieden, welche Taktik wir machen. Na, da ist noch ein Slimer aufgetaucht. Komm schon, Jan. Du schaffst das. Sehr gut. Okay. Treppe, Treppe, Treppe. Darf ich? Darf ich? Ja, ich darf eine Schockwelle machen. Ich bin begeistert. Darf ich mich auch wieder bewegen? Das wäre auch sehr nett. Nehme ich mit. Sackgasse? Fragezeichen. Ne, hier ist sogar noch ein Raum. Mit Geld. Die Ebenen sind echt verdammt groß. Ich glaube, ich habe da eigentlich noch halbwegs Glück mit den Treppen. Könnte wesentlich schlimmer sein. Hi. Bye. Die Schockwelle macht echt gut Schaden. Ich bin froh, dass ich die TM gefunden habe. Heureka. Hi. Autsch. Gut, dass das Ding gar nicht groß gewesen ist. Gehen wir einfach mal weiter in der Hoffnung, die Treppe zu finden. Hi. Ja, die Duftnote hat mir Angst gemacht. Das ist sehr nett. Darf ich jetzt wieder, bitte? Danke. Boah, wir sind immer noch nicht an der Zwischenebene angekommen. Meine Güte. Ich komme da noch hin, ohne einen Top-Elixier zu benutzen, ich sag's euch. Lassen wir das Onyx bitte einfach weiter schlafen. Die Qual der Wahl. Ich hab doch keine Ahnung, wo ich lang muss. So ein paar Wegweiser wären teilweise echt ganz praktisch. Treppe, Treppe. U23. Es ist immer noch nicht zu... Also ich mag diesen Dungeon und ich finde es ja auch cool, dass wir hier so ein bisschen trainieren können und alles, aber so nach einer gewissen Zeit wünscht man sich dann vielleicht doch mal eine Zwischenebene. Nicht nur, um sich aufzuladen, das natürlich auch, aber vor allen Dingen,
Auch um zu speichern. Macht ihr das mal bitte. Jan, du musst Aquaknarre machen. Autsch. Das war ein schöner One-Hit. Du hättest ja auch einfach mal Aquaknarre machen können. Aber okay. Okay, es reicht. Ich mache sowas echt nicht gerne, weil das einfach nervig ist, aber in dem Fall mach die Aquaknarre. Dankeschön. Warum nicht gleich so? Dann wärst du wenigstens nicht draufgegangen. Aber ich hatte noch die Hoffnung, dass er vielleicht von alleine schlau genug ist, sowas zu machen. Na gut. Ich bin generell überrascht, dass wir so weit gekommen sind, ohne drauf zu gehen. Dementsprechend war das wohl einfach mal Zeit. Nein. Jan? Von mir aus noch auch Geheimpower. So langsam ist gut. So langsam ist echt gut. Ich lasse jetzt einfach die Aquaknarre an. Warum muss Jan hier eigentlich andauernd draufgehen? 22 Ebenen lang ist nichts passiert. Und jetzt lässt er sich gleich zweimal hintereinander von einem Onyx one-hitten. Das ist nie so nett. Ich hätte meine Belebersamen gerne noch für einen gewissen Bosskampf gehabt. Aber dann müssen wir jetzt wohl ohne durch. Meine Güte, die machen aber auch einen Schaden. Ja, wir müssen definitiv ohne Belebersamen da durch. Weil Jan sich einfach mal so denkt. Aquaknarre? Treffen? Nö. Das wäre zu einfach. Problem ist einfach, ohne Belebersamen dahin zu gehen und den Kampf dann auch noch zu gewinnen, ist eigentlich ziemlich unmöglich. Denke ich mir. Oh oh. Okay. Deswegen bin ich mal gespannt, ob wir das überhaupt noch hinkriegen können, so ohne Belebersamen, weil Jan einfach mal meinte, om nom nom Belebersamen. Mach es einfach fertig, wir haben keine Belebersamen mehr. Wenn du jetzt drauf gehst, dann gehen wir ganz drauf. Okay. Ja, und da kommt die Zwischenebene. Die hätte ich ein bisschen früher gebraucht, um ganz ehrlich zu sein, also... Es ärgert mich, ehrlich gesagt, dass wir jetzt wirklich 22 Ebenen so gut durchgekommen sind und dann kommen diese Onyx und machen einfach viel zu viel Schaden und ja, er frisst einfach mal drei unserer Belebersamen. Wir haben, glaube ich, keinen einzigen mehr. Doch, wir haben noch einen. Na gut. Kann ich hier eigentlich? Kann ich hier? Nee, ich kann hier nur speichern. Schade, sonst wäre ich nochmal ins Lager gegangen. Na gut, wir haben einen Belebersamen für den Kampf, wenn ich bis dahin ohne Verluste durchkomme. Das könnte geringfügig knapp werden. Aber mal gucken. Lassen wir uns überraschen. Vielleicht haben wir auch Glück. Ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Team Rot. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.